Hallo, was machen Sachen? Es gibt ein neues Update für die Unreal Engine. Die Unreal Engine 5 ist seit dieser Woche aus dem Early Access raus. Es gibt jetzt die erste offizielle Unreal Engine 5 Version und wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was sich so verändert hat zwischen der Early Access und der Engine 5 Version. Es hat sich unter anderem auch ein paar Auswirkungen auf unsere Tutorials. Dazu kommen wir gleich. Ich will einfach mal drüber reden, was sich verändert hat. Warum auch nicht? Ich hatte ein bisschen was in meinem Community Post zugeschrieben. Den habe ich jetzt seit neuestem, den hat man irgendwie mit 500 freigeschaltet oder so. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe da noch so nicht wirklich einen Überblick, was das geht, aber ich dachte mir, es ist schöner, in einem Video zu erzählen. Ich habe momentan ein bisschen Probleme mit Videos, gerade was das mit der Unreal Engine geht. Ich muss da eine Lösung finden. Wir haben zum letzten Tutorial gesehen, dass da halt der Frame komplett gedroppt ist am Ende momentan. Ich habe es nicht fixen können, deswegen haben wir momentan ein Standbild, dass man irgendwas sieht, weil... Ist ja blöd, wir reden über die Unreal Engine 5 und man sieht halt nichts davon, ist ein bisschen doof. Ich gucke, dass ich das fixen kann, deswegen verschieben sich Tutorials und so weiter ein bisschen nach hinten. Ich gebe mein Bestes, dass das funktioniert. Ja, okay, so viel dazu. Premiere hat man auf dem ersten Blick gesehen, okay, das Layout ist ein bisschen anders, das gilt für das meiste. Die meisten Tutorials funktionieren wunderbar. Sachen sind eventuell ein bisschen anders dazu finden, aber vom Prinzip funktionieren die Tools noch genauso, wie sie auch vorher funktioniert haben. Was mir auch sehr aufgefallen ist, das Licht ist ein bisschen anders da. Das Licht sieht anders aus, sieht hübscher aus, sieht schöner aus, hat sich verändert. Ansonsten haben wir auf dem ersten Blick halt nicht viel. Viele Tools sind auch so erhalten geblieben, wie sie sind. Eine Sache möchte ich noch reden, bevor wir zu den Sachen kommen, die sich verändert haben, die mir jetzt aufgefallen sind, die wir halt verändern müssen für die Tutorials. Wir wollen nochmal über die Bridge reden. Es ist wunderbar, dass die Bridge jetzt endlich halt auch wirklich in der Engine 5 geblieben hat. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das wieder mit einem Plugin gemacht wird, dass das da rausgefliegt, dass sie drin ist. Also sie ist drin geblieben. Was mich ein bisschen ärgert, ist jetzt halt nicht so wichtig. Ist halt eher so, ja, ich finde es ein bisschen schade. In der Unreal Engine 4 hatte man die Möglichkeit, über die Bridge zu sagen, gerade bei den Texturen, ich möchte jene und welche Texturen haben. Ich möchte eine Glossiness haben, ich möchte eine Heatmap haben oder sonstige Geschichten, hat man jetzt nicht mehr, das haben sie nicht mit hinzugenommen. Man bekommt jetzt wieder, wie für die Early Access, eine Base Color, eine Normal Map und eine gepackte Map mit einer Ambient, mit einer Roughness und mit einer Displacement. Ja. Kommen wir zur Displacement Map, die ist noch vorhanden, die kann aber nicht mehr über das Material genutzt werden oder soweit ich das gesehen habe, funktioniert das nicht mehr über das Material. Ich kann mir vorstellen, dass sich Epic einfach gesagt hat, okay, es ist in der Unreal Engine 5 wesentlich effizienter Sachen über Meshes darzustellen, als über die Textur zu faken. Das ist halt einfach, ja, kommt vom Kosten-Nutzen her einfach effizienter zu sagen, okay, ich mache daraus aus der Displacement Map Mesh und mache da meine Texturen drauf, als halt in dem Material selbst das Displacements halt zu faken, also diese, ja, das Geometrie zu faken. Ich kann mir vorstellen, dass es halt aus diesem Grund ist, dass man sagen, okay, Epic sagt, okay, es bringt nichts mehr, wir nehmen das komplett raus. Wir sollen das über Meshes machen. Dazu wird es halt demnächst ein Tutorial geben, sobald ich das Problem mit meinem Computer gelöst habe. Man kann halt sagen, wenn man unbedingt diese Texturen von der Bridge haben möchte, dass man halt eine Engine 4 öffnet, sich da das rein exportiert, raus exportiert und dann halt importiert in seine Engine 5. Ist ein Umweg. Man kann es so machen. Normalerweise, die wenigsten werden das wahrscheinlich brauchen. Das sind halt eher so spezielle Fälle, wo man irgendwas Bestimmtes machen möchte, wo man diese Texturen braucht. Muss man halt einen Umweg gehen. Kein Problem. Ist machbar. Höchstens ein bisschen ärgerlich. Ansonsten, die meisten Tutorials funktionieren genauso, wie sie waren. Die meisten Tools haben sich von ihrer Funktionsweise nicht verändert. Falls ich was übersehen habe, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt halt in der Woche nur ein bisschen geguckt. Ich habe ein bisschen in der Landscape rumgespielt. Ich habe das Wassertool nochmal kontrolliert, weil ich weiß, das hat man das letzte Mal gemacht. Was ich verändert habe, womit wir drüber sprechen müssen, was jetzt auch mit den Tutorials zu tun hatte. Wir hatten ja vor gar nicht so langer Zeit eine Tutorial-Reihe gemacht, in der ging Sachen zu Retargeten. Sprich, wir haben ein Skelett-Retarget und eine Animation-Retarget. Das funktioniert leider nicht mehr in der Unreal Engine 5, so wie wir es in der Unreal Engine 5 Early Access-Version gemacht haben. Das System ist anders. Das ist jetzt auch das, womit ich mich jetzt hauptsächlich beschäftigt habe diese Woche, weil ich es für ein Projekt gebraucht habe, was ich halt mit einer Freundin zusammen mache. Und ja, es gibt eine Möglichkeit, Sachen zu retargeten. Es ist halt komplett anders. Dieses Retarget-Tool funktioniert nicht mehr so, wie wir es die ganze Zeit hatten, weil der Manager sich halt verändert hat. Dazu wird es danach auch ein Tutorial geben, ein Update geben. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, ja, das hat sich verändert, das könnt ihr so nicht mehr nehmen. Ich habe auch speziell für dieses Tutorial extra dabei geschrieben, EA für Early Access. Für alle anderen, wo das nicht steht, sind die halt genauso nutzbar wie jetzt auch die ganze Zeit. Das Layout ist nur ein bisschen anders.
Aber ich will nicht wieder von vorne anfangen, da komme ich ja nie zu irgendwas, wenn sich irgendwas verändert. Man fing von vorne an. Immer die gleichen 15 Tutorials, immer wieder von vorne für jede Version. Das ist immer ein bisschen doof. Bin wahrscheinlich aber viel zu langsam dafür. Okay. Soweit dazu. Das ist jetzt das, was mir halt aufgefallen ist, was sich verändert hat. Wie gesagt, die Version ist erst seit dieser Woche draußen. Falls ich was übersehen habe, schreibt das gerne in die Kommentare. Und eine schöne Sache gibt es. Dadurch, dass jetzt die Early Access offiziell vorbei ist, werden wir halt wahrscheinlich mehr Content für die Unreal Engine 5 über den Marketplace kriegen. Ich habe gesehen, Epic Games hat schon einige Asset-Sets zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr euch ja mal ein bisschen umschauen. Die sind jetzt auch schon für die 5 fertig gemacht. Die sind fertig. Aber jetzt werden wahrscheinlich auch demnächst die Third-Party-Leute mitziehen, die Plugins und so weiter haben, dass man die dann halt auch für die Unreal Engine 5 nutzen kann. Apropos Plugins, wir waren ja vorhin bei Retarget-Geschichten, dieses VRM for You Plugin. Bis jetzt funktioniert es noch nicht für die 5er Version. Es wird wahrscheinlich aber nicht mehr so lange dauern. Die Community ist ja sehr, sehr aktiv dahinter, dass das halt Sinn gemacht wird, dass das halt abgedatet wird. Wird wahrscheinlich die nächsten Tage oder nächsten Woche abgedatet sein, dass es auch für die 5er funktioniert. Ist halt nur eine Frage der Zeit. Müsst einfach mal gucken, wenn euch das Plugin interessiert. Ich werde auch dazu noch mal was sagen in dem Tutorial, das dann halt kommen wird. Ja, wie gesagt, wird ein neues Stuff geben. Leute werden wahrscheinlich ihre Sachen updaten für die 5er Version. Das wird jetzt alles halt einen Schub kriegen. Ich bin mal gespannt, was wir so alles Neues kriegen werden. Was für tolle Tools für neue Sachen da gibt. Und ja, das war es jetzt weiter von mir. Ich habe mein Update drüber gemacht. Das war mir jetzt halt aber nur so wichtig zu sagen, die meisten Tutorials funktionieren wunderbar. Das funktioniert noch das meiste so, wie es soll. Nur diese Animationen, Retarget-Geschichten, die müssen wir bearbeiten, dass ihr Bescheid wisst. Und ich dachte, über die Community-Dinger erreiche ich erstmal nicht so viele, weil die sind ja noch neu. Eventuell werde ich da ab und zu mal so ein kleines Update machen oder so. Ich weiß noch nicht, ob ich die Community-Dinger nutzen werde, die verwirren mich so ein bisschen. Egal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder.